hier irgendwo? Hi Leute, mir ist was super Blödes passiert. Ich habe mir die Anmoderation für die Sendung extra auf ein Blatt Papier geschrieben und jetzt habe ich sie hier im Papiermüll verloren. Irgendwo hier auf diesem Stapel muss sie sein. Ich finde die kurz. Vielleicht da. Da nicht. Vielleicht da. Nee. Keine Chance. Damit sind wir auch schon mitten im Thema. Heute geht es nämlich um Müll und wie man ihn richtig trennt und warum man das unbedingt machen sollte. Los geht's. Müll produzieren wir alle, jeden Tag. Das fängt morgens an, weil zum Beispiel eine Packung Müsli leer ist, geht mittags weiter, wenn wir uns eben was beim Bäcker holen und hört auch abends auf der Couch nicht auf. Wie viel da so zusammenkommt, fällt gar nicht richtig auf. Schließlich landet ja alles einfach im Mülleimer. Forscherinnen und Forscher schätzen, dass allein in Deutschland pro Jahr mehr als 400 Millionen Tonnen Abfall zusammenkommt. Das ist so viel. Damit wir darüber nicht die Kontrolle verlieren, ist es super wichtig, den Müll richtig zu trennen. Essensreste kommen zum Beispiel in die Biotonne. Papier und Papierverpackungen in die Papiertonne. Verpackungen aus Plastik werft ihr in den gelben Sack oder die gelbe Tonne. Und das, was dann noch übrig bleibt, zum Beispiel vollgerotzte Taschentücher, kommt in den Restmüll. Und Glas, klar, in den Altglascontainer. Nur wenn wir unseren Müll gut trennen, kann der recycelt, also wiederverwertet werden. Das ist der Knaller. Das ist der Knaller. Ich darf heute einen Tag mit der Müllabfuhr mitfahren und checke, was mit unseren Verpackungsabfällen passiert. Und ich fahre sogar ans Meer, denn das hat ein Riesenproblem mit unserem ganzen Müll. Also, alle bereit? Dann kommt hier der Müllcheck. Und jetzt die Checkerfragen. Und Hansi, die hattest, glaube ich, du. In der Mülltüte, sehr passend. Danke. Ah! So. Wie arbeitet die Müllabfuhr? Was passiert mit unserem Verpackungsmüll? Und wie schadet Müll unserer Umwelt? Das checke ich für euch. Los geht's bei Erding. Und zwar um 5:30 Uhr morgens. Ist das früh. Denn ich bin hier mit der Müllabfuhr verabredet. Genauer gesagt mit Werner und mit Roland. Ich helfe Ihnen heute beim Mülltonnenleeren. Und Sie mir hoffentlich bei meiner ersten Checkerfrage. Wie arbeitet die Müllabfuhr? So, Freunde, ich bin umgezogen. Roland, von mir aus kannst du losgehen. Super schaust du aus. Dann kannst du losgehen. Aha. Dann steigst du auch hinten rauf aufs Drittbett. Oh, das wollte ich schon immer mal machen, ja, seit ich ein Kind super. Bin. Dann geht's los. Okay, Werner, los geht's. Das ist der Knaller. Das ist der Knaller. Mega gut. So, Roland, erste Tonne. Heute ist die Restmülltonne dran, die schwarze Tonne. Schwarz Restmüll. Aha. Die schiebst du einfach dahin. Immer seitlich stehen, damit nichts passiert. Hä, aber geht das jetzt automatisch? Geht alles automatisch. Ach komm. Dann kommt sie zurück, dann kurz reinschauen, ob das wirklich leer ist und dann wieder zurückschieben. In die Restmülltonne kommen all die Dinge, die in der Papiertonne, im gelben Sack und in der Biotonne nichts verloren haben. Also zum Beispiel Badabfälle wie Windeln oder gebrauchte Zahnbürsten und auch Alltagsdinge wie zum Beispiel ausgetrocknete Filzstifte. Und rein damit. Unfassbare 800 Mülltonnen müssen Roland und Werner pro Tour leeren. Also nix wie weiter. Sag mal, Roland, wie funktioniert das eigentlich in dem Müllwagen selbst? Was passiert denn da drin? Ja, da ist eine riesengroße Presse drin und die schiebt den ganzen Müll zusammen und presst ihn zusammen. Also das heißt, alles, was wir in den Mülltonnen da reinmachen, ist kurze Zeit später schon total klein? Ja, total klein. So richtig gut sieht man es leider nicht, aber guckt mal. So eine Art Schaufel holt alles, was Roland und ich da reinleeren, nach unten und so ein Stückchen nach hinten. Dort schiebt eine Presse dann alles ganz fest zusammen. Und so passt in einen Müll-LKW der Inhalt von ungefähr 800 Mülltonnen. Eine Frage habe ich, die wichtig ist, glaube ich. Ich meine, wenn man sich überlegt, wenn es euch nicht gäbe, wie es aussehen würde auf den Straßen und so,
Das kann man sich gar nicht vorstellen, da würde der ganze Müll auf der Straße landen und das geht einfach nicht. Das ist ein absolut wichtiger Beruf. Sehr wichtig. Wir können die Müllabfuhr bei ihrer Arbeit unterstützen, indem wir eben unseren Müll zu Hause trennen und nur das in die Restmülltonne werfen, was auch wirklich rein soll. Alles, was nicht in die Restmülltonne gehört, aber trotzdem drin landet, nennt Roland einen Fehlwurf. Dieser Pizzakarton hier zum Beispiel, der ist so sauber, dass er locker mit dem anderen Papiermüll recycelt werden kann. Nur wenn der Karton voll mit Pizzaresten wäre, wäre er im Restmüll richtig. Das gilt übrigens für alle Verpackungen. Sind sie voller Essensreste, gehören sie in die schwarze Tonne. Ey Leute, ich habe jetzt schon so oft in diesen Mülltonnen diese sogenannten Fehlwürfe gesehen. Ich habe mir jetzt überlegt, ich sortiere die jetzt doch von Hand aus. Wenn ich schon mal dabei bin, das kommt alles nämlich in den gelben Sack. Schon wieder. Das ist alles Verpackungsmüll, liebe Leute. Das kommt alles in den gelben Sack. Die Socken gehören in den Restmüll. Wenn Roland und Werner fertig sind mit ihrer Tour, bringen sie den Müll zu einer Sammelstelle. Von dort aus kommt er dann in eine Verbrennungsanlage. Weil vom Restmüll nämlich nichts recycelt werden kann, muss der verbrannt werden. Damit ist alles, was im Restmüll landet, raus aus dem Kreislauf der Wiederverwertung. So, lieber Roland, ich glaube, ich guck mal, dass ich dann jetzt die restlichen Sachen entsorge und lasse euch wieder zu zweit weiterfahren. Alles klar. Es hat aber großen Spaß gemacht mit dir. Vielen Dank, sehr gerne. Die Müllabfuhr holt den Müll ab. Im Müllwagen wird er zusammengepresst. So passt der Inhalt von ungefähr 800 Mülltonnen rein. Gecheckt. Guckt mal, Leute. Ich habe diese Papiermülltonne so programmiert, dass sie nur noch den Müll annimmt, der auch da reingehört. Ich zeige euch das mal. Ein Blatt Papier. Achtung. Oh. Nichts dran auszusetzen. Aber jetzt eine Plastikfolie. Ah! Hey, Entschuldigung. Doch was dran auszusetzen. Für euch gibt's jetzt die Mitmachfragen. Aua, Mann, mein Handgelenk. Welche Maschine gibt es in einer Abfallsortieranlage? A. Den Beutelpolsterer? B. Den Glasschläger? Oder C. Den Sackaufreißer? Checkt mal, ob ihr die Antworten der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Mit meinem gelben Sack, in dem ich vorhin den Verpackungsmüll gesammelt habe, bin ich jetzt auf dem Weg zu einer Abfallsortieranlage bei München. Dort bin ich mit Thomas verabredet. Und mit ihm kläre ich auch meine nächste Checkerfrage. Was passiert mit unserem Verpackungsmüll? Hier bei Thomas kommen gelbe Säcke bzw. der Inhalt der gelben Tonne an. Also im besten Fall nur Verpackungen aus Plastik. Okay, das sind ja unfassbare Mengen an Müll. Ja, stimmt. Insgesamt bekommen wir ungefähr 30.000 Tonnen im Jahr von dem Material, also Gewichtstonnen. Das hier sind ungefähr 150 Tonnen. Das ist das, was wir an einem Tag mit unserer Anlage sortieren können. Dann würde ich sagen, das landet auf dem Müll und du zeigst mir die Anlage. Und wir schauen uns das an, wie der dann sortiert wird. Ich schmeiß das hoch und dann rennen wir weg. Bereit? Ja, bereit. Eins, zwei, drei. Zuallererst kommt der Müll in diesen riesigen Behälter. Von dort aus bringt ihn ein Fließband nach oben in den sogenannten Sackaufreißer. Dieses Gerät hat so riesige Zähne und reißt, wie der Name schon sagt, die Müllsäcke auf. Der Inhalt der Säcke wird dann mit einem Fließband ins Innere der Anlage gebracht. Dort ist die erste Station, die Siebtrommel. Sie sortiert den Müll nach Größe. Alles, was kleiner ist als die Löcher darin, fällt durch und wandert eine Sortierstation weiter. Diese Maschine hier kann bestimmtes Plastik aussortieren. Sie erkennt die verschiedenen Sorten und schießt dann die gewünschte Plastikart mit gezielten Luftstößen raus. Plastikverpackungen können am besten recycelt werden, wenn sie in die einzelnen Plastikarten sortiert werden. Deshalb gibt es in der Anlage viele verschiedene Sortiermaschinen. Die ganze Anlage ist ja mega modern, aber es gibt auch noch Stationen, wo man tatsächlich von Hand sortieren muss, zum Beispiel solche PET-Flaschen. Oder Tetrapacks gehören noch da und ich stehe hier vielleicht seit 2 Minuten und mir ist jetzt schon total schwindelig vom ständigen aufs Band gucken
unfassbar. Wieso muss man das überhaupt von Hand machen? Warum macht die Maschine das nicht einfach? Ja, also wir sind hier am Ende von der Anlage eigentlich. Das ist der letzte Materialstrom. Da nehmen wir noch Stoffe raus, die unsere Maschinen nicht aussortiert haben. Ja, ich mache das hier gerade. Ja, und bei den PET-Flaschen, die sind halt rund, die sind allgemein schwer auszusortieren, darum nehmen wir die per Hand raus. Okay. Guck mal, sowas findet man dann zwischendrin auch mal auf so einem Band. Der ist für dich. Hier unten kommt jetzt der sortierte Müll an. Guckt mal, hier zum Beispiel sind nur Folien. Und hier? Alles PET-Flaschen. Genau, das sind alles PET-Flaschen, die du vorher per Hand aussortiert hast. Die werden jetzt praktisch zu unserem Förderband, zum Steigband, zur Ballenpresse transportiert und dann werden viereckige Würfel draus gemacht. Aber nicht nur die PET-Flaschen, sondern eben auch die Folien und alle anderen Plastikarten werden zu solchen Ballen geformt. Okay, also das ist dann schon sehr beeindruckend, wenn man plötzlich vor so einer Wand von sortiertem Müll steht. Ja, genau. Also das ist jetzt unser Kunststoff. Es geht jetzt zu einem Aufbereiter, der zerkleinert es, der wäscht es, der trocknet es und schmilzt es dann ein in Granulat. Ich habe hier mal so ein Muster mitgebracht. Das kannst du dir mal anschauen. Also ich gebe meinen gelben Sack hier ab. Hab gesehen, wie da drin alles getrennt wird. Am Ende kommen die Sachen fein säuberlich sortiert daraus. Genau. Und eine andere Firma zerkleinert die und macht das wieder draus. Und daraus kann man wieder ganz neue Kunststoff- und Plastikgegenstände machen. Genau so ist es. Ist ja genial. Und nichts davon geht dann zulasten der Umwelt, weil man es eben wiederverwertet. Genau so ist es. Ich finde, daran merkt man dann echt wieder, wie wichtig es ist, dass jeder zu Hause einfach gut trennt. Weil, ja, es ist einfach besser für die Umwelt. Und alles, was im Restmüll landet, wird verbrannt und ist einfach verloren für diesen Kreislauf. Genau. Thomas, das war wirklich cool. Mach's gut. Mach's gut. Ciao. Ciao. Verpackungsmüll wird zunächst sortiert, dann zu Granulat weiterverarbeitet. Daraus entsteht dann wieder neues Plastik. Gecheckt. Die meisten Verpackungen sind aber nicht aus recyceltem Kunststoff, sondern aus Erdöl. Das kommt von tief unter der Erde und wird mit speziellen Maschinen nach oben befördert. In super komplizierten chemischen Prozessen wird daraus Granulat hergestellt, also diese kleinen Kügelchen. Aus denen können dann neue Sachen aus Plastik geformt werden. Klingt ja erstmal ziemlich praktisch. Allerdings ist die Erdölindustrie gar nicht gut für unser Klima. Denn bei der Gewinnung und Weiterverarbeitung wird sehr viel CO2 produziert. Und das, wisst ihr bestimmt, ist eins der klimaschädlichsten Gase überhaupt. Wollen wir also was fürs Klima tun, müssen wir unseren Müll sorgfältig trennen. Denn so können wir dafür sorgen, dass neue Gegenstände aus recyceltem Plastik statt aus umweltschädlichem Erdöl hergestellt werden. So können wir allein in Deutschland pro Jahr mehr als 3 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Leider landet nicht alles, was wir in Deutschland an Müll produzieren, in so einer coolen Sortieranlage und wird dann auch noch recycelt. Mehr als 15%, mal so zum Vergleich, von dem Haufen hier wäre das ungefähr so viel, also gar nicht mal so wenig. Mehr als 15% von dem Müll wird von Deutschland aus ins Ausland gebracht. Das waren letztes Jahr 986.000 Tonnen Abfall. Das ist richtig viel. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, hä, aber wieso nimmt man den Müll und bringt ihn in andere Länder, vielleicht sogar um die halbe Welt? Das liegt daran, dass man mit Abfall Geld verdienen kann. Stellt euch mal vor, Margret hier hat eine Schokoladenfabrik. Jetzt hat sie aber aus Versehen viel zu viel Verpackung bestellt, in die sie die Schokolade einpacken möchte und muss die entsorgen. Dafür müsste sie in Deutschland viel Geld bezahlen. Das klingt erstmal komisch, aber das müssen wir alle tun. Jeder von uns zahlt Geld, dass unser Hausmüll entsorgt wird und Margret muss natürlich auch Geld dafür bezahlen, wenn sie ihren Müll entsorgen will. Deshalb verkauft Margret ihre Folie, also ihren Abfall, an Hanna. Hanna hat ein Recyclingunternehmen in Südostasien, genauer gesagt in Malaysia, das liegt hier. Hanna kann dann die Folien nehmen, kann die recyceln und das, was draus wird, kann sie weiterverkaufen. Deshalb bezahlt sie Margret auch Geld für Margrets Müll. Trotzdem, ihr müsst euch das mal überlegen. Da nimmt Margret ihren Müll, bezahlt einen Frachter und alles Mögliche und schifft ihren Müll um die halbe Welt, ewig lang, bis er endlich bei Hanna ist. Und all das ist für Margret trotzdem immer noch günstiger, als wenn sie ihren Müll in Deutschland fachgerecht entsorgen würde. Aber auch in Ländern wie Malaysia wird längst nicht all der Müll recycelt. Vieles von dem, was dahin geschafft wird, gammelt manchmal jahrelang auf irgendwelchen Mülldeponien rum oder wird vom Wind in die nahegelegenen Meere getragen. Und das ist natürlich richtig schlimm, nicht nur für die Tiere, die dort leben.
Warum nicht nur die Meere tausende Kilometer von uns entfernt ein Problem mit dem Müll haben, sondern auch die Natur hier bei uns in Deutschland, das gucke ich mir jetzt an. Und dafür bin ich am Meer unterwegs. Genauer gesagt an der Ostsee. Und zwar mit Annika. Sie ist Naturschutzexpertin und mit ihr kläre ich auch meine letzte Checkerfrage. Wie schadet Müll unserer Umwelt? Wir haben es uns heute zur Aufgabe gemacht, ein Stück Strand vom Müll zu befreien. Warum genau ist der Müll im Meer denn so ein großes Problem? Na, der Müll, der ist gerade für die Tiere ein ganz großes Problem. Die können sich in den Fischernetzen oder auch in den Plastiktüten verheddern. Oder sie verwechseln die Plastikteile oder andere Müllteile mit Nahrung und fressen die dann. Die Tiere, ja, verletzen sich dadurch oder ersticken. Echt schlimm, welche Bedrohung dieser Müll für die Tiere darstellt. Und das liegt eben daran, dass manche Teile unserer Weltmeere so aussehen. Das ist doch furchtbar, oder? Damit der Müll, der hier am Strand liegt, nicht ins Meer gespült wird, versuchen wir heute zumindest hier alles aufzusammeln. Das ist irgendein Müsli-Riegel oder so. In den Algen. Also das ist ja offensichtlich hier angespült worden. Also das kommt wahrscheinlich aus Städten, die hunderte Kilometer entfernt sind. Und dann wird das über den Wind und über die Flüsse hier ins Meer getragen und dann wird das wieder hier angespült. Mhm. Und das können wir jetzt gerne mal an einem kleinen Experiment ausprobieren. Experimente finde ich immer gut. Annika baut im Sand eine Stadt, durch die ein kleiner Fluss fließt. Die Stadt könnte mitten in Deutschland liegen. Der kleine Fluss fließt dann in einen größeren Fluss, den ich gerade ausbuddle. Und jetzt nehmen wir mal an, in der Stadt am kleinen Fluss lässt jemand seinen Müll auf der Straße liegen, der dann in den Fluss geweht wird. Und dann würde dieser Müll in einen größeren Fluss gehen und dann die ganze Reise bis zum Meer machen. Und da dann über die Strömung würde es dann irgendwann so sein, dass dieser Müll hier wieder an den Strand gespült wird. Okay. Ein weiteres großes Problem ist der Fischfang. Forscherinnen und Forscher schätzen, dass etwa die Hälfte des ganzen Mülls aus Fischernetzen und anderen Fischereiabfällen besteht. In diesen Netzen verhaken sich die Tiere natürlich besonders schnell. Also, unsere Mission ist noch nicht beendet. Weiter geht's. Also echt. Schon krass, ne? Wir suchen jetzt, ich weiß nicht wie lange, ein Stündchen oder so und haben schon echt eine ganze Menge Müll gefunden, ne? Ja, genau. Und das ist eben auch nur dieser kleine Strandabschnitt, wo wir jetzt hier gesammelt haben. Und es gibt dann auch so viele andere weitere Meere auf der Welt und Strände. Und das bedeutet, dass auch sehr viel mehr Müll im Meer auch gerade schwimmt. Mhm. Und deswegen sind gerade auch aktuell 100 Millionen Tonnen Müll in den Weltmeeren. Nicht dein Ernst? 100 Millionen Tonnen Müll? Boah, das ist richtig viel. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und es kommt dann ja auch noch die ganze Zeit neuer Müll hinzu. Und das sind ungefähr pro Minute eine LKW-Ladung Plastikmüll, die ins Meer eingespült werden. Jede Minute? Jede Minute, eine LKW genau. Voll? Eine LKW voll. Was können denn wir dagegen tun? Also jeder Einzelne von uns, was können wir denn machen, damit das eben nicht passiert? Der beste Müll ist auf jeden Fall der, der gar nicht erst entsteht. Und wie man das schafft, da habe ich ein paar Tipps für euch. Ich würde von mir selbst sagen, dass ich jemand bin, der eigentlich schon ganz gut darauf achtet, nicht allzu viel Müll zu produzieren. Und trotzdem, guckt mal, an nur einem Tag kommt bei mir so viel Verpackungsmüll zusammen. Das ist doch krass, oder? Ich glaube, da kann ich echt noch an mir arbeiten. Bei ein paar Sachen klappt es aber schon ganz gut, man muss nur so ein paar Tricks beachten. Immer wenn ich einkaufen gehe, habe ich hier so einen Stoffbeutel dabei. Dann muss ich nämlich im Supermarkt keine Plastiktüten mitnehmen. In den meisten Gegenden von Deutschland kann man das Wasser einfach aus dem Wasserhahn trinken. Das fülle ich mir in so eine Glasflasche und dann muss ich deshalb eben keine Plastikflaschen kaufen. Und auch super, der Klassiker ist die Brotdose. Zack, da tue ich mein Brot rein, dann kann ich das abends einmal ausspülen und muss das Brot nicht in Alufolie oder Plastikfrischhaltefolie verpacken, die man danach dann wegwirft. Also ihr seht schon, jede Verpackung, die wir einsparen, ist gut für die Umwelt. Wir haben das ja auch vorhin bei Annika gesehen. Es landet eben immer wieder Abfall, auch aus Versehen, in der Natur. Und wenn wir weniger Plastikmüll produzieren, dann kann natürlich weniger davon ganz automatisch in der Natur landen. Und das ist doch super. Und was mit dem ganzen Plastikmüll in den Meeren passiert, das zeigt Annika mir jetzt. Ich habe da auch mal dir was mitgebracht. Mhm. Und zwar kannst du dir das hier mal angucken. Ach krass, was ist denn das? Das ist Mikroplastik. Aha. Und die blauen Teile, die du da siehst, die gehört mal zu so einem Flaschendeckel.
Und wie nennst du das? Mikroplastik? Genau. Mikro für klein, ne? Mhm. Das heißt, so ein Plastikdeckel landet im Meer und die Wellen und auch die Sonne zerkleinern den mit der Zeit und dann wird er einfach zu kleinen Teilchen. Und die Tiere nehmen das ja trotzdem auf. Also die fressen das dann und das ist dann auch sehr schädlich. Und sag mal, was mir gerade noch eingefallen ist, wenn jetzt so ein Vogel oder auch ein Fisch, sag ich mal, Plastik in den Magen kriegt, das ist ja nicht nur schlecht für die Tiere, weil irgendwann essen wir die Fische und dann haben wir das Plastik, das wir in die Meere leiten, selbst wieder gegessen, ne? Ja, das ist also auch für uns schädlich. Was ist denn aber, wenn wir jetzt mal hier so eine Plastikflasche nehmen, mhm, wenn das im Meer landet? Was passiert denn dann und wie lange dauert denn das alles? Mit der Zeit wird die immer kleiner und auch die Teile werden immer kleiner, aber ganz weg sein wird sie nie. Also die wird für immer im Meer bleiben, mhm, aber nach so 450 Jahren wird man sie nicht mehr sehen können mit dem bloßen Auge. 450 Jahre? Okay, warte mal, also das muss man ja mal zeigen. Du bist jetzt der Anfang, ja? Mhm. Und jetzt, das sind mal 30 Jahre, ungefähr so alt bin ich. Ja. 60 Jahre, 90 Jahre. Jetzt bin ich schon eine alte Oma oder ein alter Opa. Das ist ein Menschenleben, ja? Die Flasche ist immer noch im Meer, vielleicht ein bisschen zerkleinert, aber die ist da noch. 300 Jahre! 450! Ey, aber Annika, das ist ja entsetzlich. Also wirklich, ich meine, das sind viele Menschenleben und eine Plastikflasche, die braucht so lange, bis sie da draußen irgendwann so zerkleinert wurde, dass wir sie nicht mehr sehen können. Und das Plastik ist aber immer noch da und kann immer noch von Fischen gefressen werden. In 450 Jahren. Ja. Was sagt uns das? Dass da gerade sehr viel Müll und Mikroplastik drin schwimmt und dass wir jetzt aufhören sollten, Plastik zu benutzen. Ja, weniger Plastik benutzen. Wenn man es vermeiden kann, nimmt man was anderes. Und das Plastik, das man hat, kann man wiederverwenden. Und wenn man es nicht mehr wiederverwenden kann, dann auf jeden Fall so entsorgen, dass es recycelt wird und zu neuem Kunststoff wird. Und aus der Umwelt sammeln. So wie wir heute. Genau. Meerestiere verfangen sich im Müll oder fressen ihn. Noch Jahrhunderte später schwimmt Plastikmüll als Mikroplastik in den Ozean. Gecheckt. Liebe Leute, ich habe die Papiertonne noch optimiert. Jetzt reagiert sie auf Sprachsteuerung. Achtung, Papiermüll! Und man kann sie überhaupt nicht austricksen. Das ist Plastik. Papiermüll! Krass, oder? Super gut. Für euch gibt es jetzt noch die Antwort auf die Mitmachfrage. Und ich suche mir einen Plastikmüll. Was ist der denn? Ich wollte von euch wissen, welche Maschine gibt es in einer Abfallsortieranlage? A. Den Beutelpolsterer? B. Den Glasschläger? Oder C. Den Sackaufreißer? Na, habt ihr die Antwort entdeckt? Guckt mal. Ein Fließband bringt den Müll nach oben in den sogenannten Sackaufreißer. Dieses Gerät hat so riesige Zähne und reißt, wie der Name schon sagt, die Müllsäcke auf. Also, richtig ist Antwort C. So, liebe Leute, das war's vom Müllcheck. Vielleicht habt ihr ja auch Lust bekommen, der Umwelt was Gutes zu tun und sie noch ein bisschen vom Müll zu befreien. Ich glaube, wenn jeder Einzelne von euch nur 2 Minuten am Tag mit Handschuhen und Mülltüte bewaffnet vor die Tür geht, dann ist das schon ein Riesending und macht einen echten Unterschied. Auf jeden Fall. Und wir zwei, wir machen jetzt sogar noch einen Wettbewerb draus, nämlich wer schneller mehr Müll sammelt. Bist du bereit, Annika? Auf jeden Fall. Auf die Plätze. Fertig. Los! Boah. Habe ich mir das nicht vorgestellt. Also macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Oh, mein Bein. Das ist Tobi, Checker Tobi. Der ist cool, ey, ziemlich groovy. Der, der immer fragt, wer die Action mag. Der, der alles wagt und der, der niemals klagt. Das ist Tobi, Checker Tobi. Der ist cool, ey, ziemlich groovy. Der, der ständig rennt. Der, der niemals pennt, der auch manchmal flint und der 1000 Leute kennt. Das ist Tobi, Checker Tobi.